Viele sahen in den weißen Lichtschwertern von Ahsoka Tano eine Botschaft. Sie hatte sich von Jedi abgewandt, sich aber auch nicht der dunklen Seite angeschlossen. Sie ist eine graue Jedi, oder zumindest so etwas in die Richtung. Lange galt sie als die einzige bekannte Person, welche diese einzigartigen weißen Lichtschwerter führte. Dem ist aber nicht so, und sie war bei weitem nicht die erste. Bereits vor hunderten Jahren kämpfte Orla Yareni ebenfalls mit weißen Klingen, und die spannende Geschichte, warum ihr das erlaubt wurde, erzähle ich euch in diesem Video. Doch zuvor wollte ich nur einen kleinen Aufruf machen, da ich weiß, dass mehr als die Hälfte von euch den Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn euch meine Videos also gefallen, dann schenkt dem Kanal doch gerne euer Abo. Kostet nichts und hilft mir wirklich sehr. Zuerst einmal, wie entstehen eigentlich weiße Lichtschwerter? Da ich diesen Prozess schon oft erklärt habe, gibt's jetzt nur die Kurzfassung. Lichtschwertkristalle treten in der Natur nur in den üblichen Jedi-Farben, Blau, Grün und so weiter auf. Bringt man einen Kristall durch die dunkle Seite zum Bluten, färbt sich dieser rot. Und heilt man einen solchen dann wieder mit der hellen Seite, färbt er sich weiß. So tat es Ahsoka mit den Kristallen aus dem Lichtschwert des sechsten Bruders, einem imperialen Inquisitor. Wie Orla Yareni an ihre weißen Kristalle kam, ist unbekannt. Vermutlich waren es aber alte Kristalle aus den Archiven des Jedi-Tempels. Denn zur Zeit, als sie lebte, galten die Sith bereits seit Jahrhunderten als vernichtet. Ihr Lichtschwert ähnelte sehr dem von Ponkrell oder noch mehr dem der Jedi-Tempelwachen. Denn sie führte eine klappbare Doppelklinge, welche man mit einem Scharnier in der Mitte des Griffes zu zwei parallelen Klingen falten konnte. Der größte Unterschied lag wahrscheinlich darin, dass die Waffe golden verziert war und einen sehr üppigen Eindruck machte, also genau passend zur Hochzeit der Hohen Republik. Dabei muss man aber auch anmerken, dass Orla einen ganz besonderen Rang im Jedi-Orden hatte. Sie war eine Wayseeker. Ich glaube, eine offizielle deutsche Übersetzung gibt es dafür noch nicht, aber ich würde es wie Pfadsucher übersetzen. Dabei handelt es sich um Jedi, welche unabhängig vom Hohen Rat und dessen Vorschriften operieren wollen. Sie waren dafür bekannt, einsam auf Berggipfeln zu meditieren und Revolutionären gegen planetarischen Tyrannen zu helfen. Ob es sich dabei um eine uralte Jedi-Tradition, welche über die Jahrhunderte bis zu den Klonkriegen einfach verloren ging, oder eine Art experimentellen Jedi-Posten zur Zeit der Hohen Republik, welche sich einfach nicht durchsetzen konnte, handelt, kann ich leider nicht sagen. Aber vermutlich ist ein Wayseeker bis jetzt genau das, was einem grauen Jedi im Kanon am nächsten kommt. Und ich finde, die Parallelen zu Ahsoka, vor allem während der Belagerung von Mandalore, sind klar zu erkennen. Unabhängig vom Orden der Jedi, aber dennoch kooperativ und bereit, gegen die dunkle Seite zu kämpfen, ohne unter den strengen Regeln und Vorschriften des Ordens leben zu müssen. Genau für solche Innovationen liebe ich die Hohe Republik, aber dennoch habe ich noch kaum Videos über diese neue Star Wars-Ära gemacht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr über die Hohe Republik erfahren wollt oder euch vielleicht neue und überarbeitete Videos über die alte Republik aus Star Wars Legends vielleicht mehr interessieren würde. Wenn ihr jetzt aber noch wissen wollt, warum die modernen Jedi keine antiken Lichtschwerter benutzen können oder warum die antiken Sith stärker waren, dann könnt ihr hier rechts klicken und klickt ihr links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.